Gemeindehaus in St. Ulrich. Ich bitte Sie, Ihr Gotteslob zur Hand zu nehmen. Einige Lieder werden im Gotteslob stehen, die anderen bekommen Sie von den Bildschirmen angezeigt. Wenn Sie möchten, entzünden Sie eine Kerze und lassen Sie sich auf eine halbe Stunde Gebet mit Gesang und Stille ein. Thank you.
Lesung aus dem Buch der Weisheit. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Schonung. Denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein soll, und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Stärke mein Leben.
Brief des Apostels Paulus an die Römer. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit uns Gott erhören kann. Deshalb hilft uns der Geist Gottes und bringt in wortlosem Flehen vor Gott, was wir selbst nicht in Worte fassen können. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus erzählte ein anderes Gleichnis. Die neue Welt Gottes ist mit einem Bauern zu vergleichen, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als die Saat heranwuchs, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Bauern und fragten ihn: Hast du das Feld nicht mit gutem Samen bestellt? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dann würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen.
Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zusammen und verbrennt es. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Thank you.
Ich lade nun ein, Lob, Dank und auch Bitte vor Gott zu tragen und den Fürbitten, auf die wir antworten mit einem Herr, wir danken dir oder Herr, wir bitten dich. Wir danken für alle, die anderen Menschen helfen und sie in Krisensituationen unterstützen. Herr, wir danken dir. Wir danken für alle, die bereit sind zu Rücksichtnahme und Verständnis. Herr, wir danken dir. Wir danken für alles, was blüht und grünt und Früchte trägt. Herr, wir danken dir. Wir bitten für alle, die in Existenznöten, in Ängsten oder an schweren Krankheiten leiden. Herr, wir bitten dich. Wir bitten für alle, die in einer Sinnkrise stecken und nicht mehr weiter wissen. Herr, wir bitten dich. Wir bitten für alle, die trauern, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Herr, wir bitten dich. Alle diese Bitten, auch die, die wir tief im Herzen tragen, fasst das Gebet zusammen, das wir gemeinsam singen werden, das Vaterunser. Alles, um unsere Wunden verheilen zu lassen. Heile uns mit deinem Segen, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen.
stehen, betet: Am wichtigsten ist es zu entdecken, dass Gott dich liebt. Und seine Liebe ist Nähe und Verzeihen. Seine Vergebung strahlt Vertrauen aus. Und deshalb ist im Herzen Frieden möglich. Ja, gewiss.
herzlichen Dank fürs Mitsingen und Mitbeten. Ich wünsche Ihnen eine und Ihnen, Ihren Lieben eine gesegnete Woche, begleitet von Geist Jesu Christi. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.